glauben, ich war vor einigen Jahren in Indien. Ich machte dort die Bekanntschaft eines indischen Fakirs. Er hat einen Strick und eine Vase. Ich habe ihm beides mitgebracht. Hier ist der Strick und die Vase. Der Fakir nahm diesen Strick zur Hand. Machte einen Knoten, magnetisierte den Strick von oben nach unten und von unten nach oben. Da geschah ein kleines Wunder. Der Strick wurde steif. Er nahm die Vase zur Hand, näherte sich dem Strickende und sagte die magischen Worte: Galahelle. Die Vase auf. Er machte es ein zweites Mal. Magnetisierte den Strick nochmals, von oben nach unten und von unten nach oben. Und wiederum wiederholte sich das Wunder. Er wurde wieder steif. Der Strick nochmals, nahm die Vase zur Hand und sagte die magischen Worte: Galahelle. Dann fliege er wieder hin, mit der Vase. Zum Abschied meiner Freunde schenkte er mir beides, den Strick und die Vase. Ich weiß bis heute noch nicht, wie der Kerl das gemacht hat.